Krisengespräche noch und noch. Aber eine Einigung im US-Haushaltsstreit ist nicht in Sicht. Präsident Barack Obama macht zunehmend Druck auf Demokraten und Republikaner ohne Erfolg. Seit Monaten streitet der Kongress über eine Erhöhung der Schuldengrenze. Derzeit liegt sie bei umgerechnet gut 10 Billionen Euro. Stichtag ist der 2. August. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht die Zahlungsunfähigkeit. Gelder zum Beispiel für Rentner und ehemalige Soldaten wären nicht mehr garantiert. Der Präsident mahnt mit deutlichen Worten eine Einigung an. Ich kann nicht garantieren, dass die Schecks am 3. August rausgehen, wenn wir die Sache bis dahin nicht gelöst haben. Einfach, weil dann womöglich nicht genug Geld im Staatssäckel ist. Die Republikaner wollen den riesigen Schuldenberg mit drastischen Ausgabenkürzungen verringern. Unter anderem bei der Krankenversicherung für Ältere und bei den Renten. Mit Kürzungen ist Obama einverstanden, aber nur, wenn die Republikaner einer Steuererhöhung für die Reichen zustimmen. Das jedoch lehnen sie ab. Sie pochen auf Ausgabenkürzungen. Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Die drohende Zahlungsunfähigkeit macht auch der US-Notenbank Sorgen. Wenn wir unsere Kredite nicht mehr bedienen könnten, wäre das eine große Krise. Die US-Haushaltslage sorgt auch für Unruhe im Ausland. Wenn auf den US-Märkten Chaos ausbrechen würde, könnte sich das europäische Finanzsystem und der Großteil der Welt dem nicht entziehen. Obama hat die Verhandlungsführer nun ultimativ aufgefordert, eine Lösung im Haushaltsstreit zu finden. Doch ob sich die rivalisierenden politischen Lager einigen können, bleibt abzuwarten.